Wie geht es euch? Es ist ja schon eine Weile her, aber vielleicht erinnert ihr euch noch. Das hier ist meine bezaubernde Kollegin Mindy. Und die große Dicke heißt Grenzmaus Flausch. Hihi. Mindy und ich haben ja bei DSDS teilgenommen und sind in der ersten Runde rausgeflogen. Aber das stört uns nicht, denn es ist uns egal. Weil etwas ganz Tolles passiert ist. Ja, denn der Richter hat gesagt, dadurch, dass wir bei DSDS waren, haben wir jetzt genug gebüßt und hat uns den Rest unserer Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Jetzt sind wir freie Katzen. Wir haben unsere eigene Wohnung und wir haben sogar ein Haustier. Das ist doch Pudel Hermann. Pudel Hermann ist unser neuer Bewährungshelfer. Ja, das stimmt. Aber es macht nichts. Denn Pudel Hermann hat eine Krankheit. Wachkoma oder so. Dadurch können wir de facto machen, was wir wollen. Zum Beispiel den ganzen Tag singen. Und wir haben so lange gesungen, bis wir eine Schallplatte hatten. Toll, was? Wollt ihr mal ein bisschen hören? Katzenhasser. Also uns persönlich stört das nicht. Aber wir würden euch gerne einen guten Rat geben. Seid lieber ein bisschen vorsichtig, was ihr hier drinnen sagt. Hier sind nämlich überall Kameras. Onkel, denkst du eigentlich, du wärst hier der Chef? So, das reicht jetzt erstmal. Wenn ihr den Rest der Geschichte hören wollt, dann könnt ihr euch ihn bei iTunes runterladen. Aber nur, wenn ihr reich seid. Es ist nicht billig. Es kostet 99 Cent. Das tut uns ja auch leid, aber wir brauchen das Geld. Grenzmaus möchte nämlich gerne mal in ein richtiges Krallenstudio gehen. Und Mindy spart für eigene Beine. Krallenstudio. Denn was man nicht im Kopf hat, das hat man an der Pfote.